Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute die Solo Hype Night streamen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir wieder einen doppelten Item-Shop. Einmal mit den ganzen NFL-Skins. War ja schon klar, hat zum einen Fortnite gestern angekündigt. Und da wir ja auch gestern den neuen NFL Rumble Modus reinbekommen haben, war es relativ logisch, dass es heute einfach in Item Shop kommt. NFL Rumble ist eigentlich Gruppenkeile mit NFL, wo jeder einen NFL Skin hat. Ansonsten ist daran nichts Besonderes, deshalb eigentlich ein bisschen schade. Finde ich, hätte man mehr draus machen können. Dann haben wir heute auf jeden Fall den Stechrochen Skin. Dazu die neue Seeigel Spitzhacke. Dann als nächstes den Magnus-Skin mit der Ahnenschlag-Spitzhacke. Dann haben wir den Astra-Skin mit der Standard- und der Stern-Version. Dann dazu die Sternbild-Lackierung. Sieht eigentlich ganz cool aus, so im Prinzip die Galaxie, die da so ein bisschen dann rüber animiert wurde. Dann haben wir als nächstes noch den Nara-Skin. Finde ich, sieht eigentlich ziemlich cool aus. War auch früher mal eine Zeit lang ziemlich beliebt. Dann haben wir den Birdie-Skin, den Radschlag-Emote, das ist auch ein Fortbewegungs-Emote. Dann haben wir noch den Golfschläger, Billy Bounce, auch ein Fortbewegungs-Emote. Und heute neu Freemix. Der Mix unten drunter finde ich, eigentlich ziemlich cool, aber die Vocals finde ich irgendwie ziemlich lost. Trotzdem sieht der Mode eigentlich ganz cool aus. Kann man sich, glaube ich, kaufen. What the fuck? Dieser Gegenstand kann in Rettet die Welt nicht verwendet werden. Also, sie hatten es ja schon angekündigt, dass Skins in Rettet die Welt reinkommen. Aber bisher stand es eben halt noch bei keinem Gegenstand. Das heißt, eventuell erwarten wir das ja auch mit dem 11.5 Update, das vorher ja nicht drin stand. Die Skins waren an sich natürlich auch lange nicht im Shop. Aber das heißt, sie sind Battle Royale exklusiv. Und bei denen ist es ähnlich wie bei den Fußball-Skins, dass man 1000 Möglichkeiten hat, die zu kombinieren mit unterschiedlichsten Stilen von allen möglichen NFL-Teams. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, der hier ist auch neu, beziehungsweise das ist der Stil, den man in diesem Gruppenkeile-Modus hat, in dem NFL-Rumble-Modus. Da hat, glaube ich, das eine Team immer den Stil und das andere eben halt den. Dazu kann man natürlich noch die ganzen Nummern anpassen. Also man hat wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Da kann man auch noch den Grundskin ändern. Juke, Running Back, Interception und Blitz hat man bei den weiblichen Skins zur Auswahl. Die Männchen haben genau die gleichen Stile. Hier haben wir den Endzone-Charakter, den Spike, Defensive Tackle und den Linebacker. Dann haben wir als nächstes noch die Pfeifenkriegerin, den Streifensoldat und die Messhacke. Als nächstes den Touchdown-Tanz. Dann den Touchdown-Gleiter. Nichts da. Das Football-Tor. Timeout. Und der goldene Football. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.